Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier den Flugbereich erweitert und hier oben alles für das neue Gebiet vorbereitet. Die sind auch schon fleißig am Machen und Tun hier und liefern die Sachen an die dementsprechenden Gebiete ab. Hier bauen wir gerade ein neues System wieder auf, das wir uns jetzt nochmal anschauen müssen, weil am Ende wäre es hier wichtig, dass die Fahrzeuge, wie wollen wir sagen, dementsprechend gut versorgt sind. Und damit wäre der Plan, dass der Servicebereich für die zwei zuständig ist, der hier für die zwei. Und dann hätten wir eine gute Verteilung und könnten hier gleichzeitig auch noch eine Straße durchführen, wo dann die Dienstfahrzeuge durchgehen und hier drüben sich um die Landeplätze kümmern können. Weil da müssen wir nicht nochmal uns um Tunnel kümmern und das ganze Zeugs. Wäre ziemlich nervig. Aber da müssen wir jetzt nochmal schauen, wie gut das alles funktionieren kann. Jetzt will man vor allem mal hier oben drauf das neue Terminal errichten noch. Dann ist es natürlich jetzt alles eine Million gekostet am Ende, aber was will man machen? Jetzt haben wir nur noch 400.000 auf dem Konto, aber damit sollten wir die drei dann hoffentlich bald in Betrieb nehmen können. Vor allem, wenn es so weiterläuft, machen wir eh gutes Geld. Es wäre dann eher wahrscheinlich als nächstes Mal, dass wir hier oben erweitern anfangen, uns alle Gebiete anfangen zu kaufen, damit wir die Start- und Landebahnen mal wirklich separieren können. Hier Start- und Landebahnen hin, hier auch noch welche, die großen hin, damit einfach der Flughafen entlasteter ist. Na, aktuell ist das natürlich noch ein bisschen nervig. So. Na, jetzt gehen schon die nächsten wieder in den Start rein. Ich hoffe, dass wir da doch jetzt gutes Geld machen langsam. Jetzt sind wir schon wieder im Minus, aber wir machen so ordentlich Kohle, wie scheint, dass das absolut kein Problem ist. Der ist auch schon ready to take off. Der hier auch. Da, der fährt jetzt dann hoffentlich. Wer ist denn als erstes dran? Ah ne, da muss erst noch ein Flugzeug rein. Deswegen macht er nichts. Jetzt kommt er und er. Ah, das letzte war jetzt Minus. Bisschen, aber was willst du machen? Jetzt starten und landen die Flugzeuge und schon sind wir im Plus. Genauso braucht man das. Jetzt macht der noch ein schönes Plus. Jetzt sind wir schon 13.000 im Plus. Also im Grunde machen wir die ganze Zeit schon gutes Plus. Alter, schaut euch das an. 24.000 im grünen Bereich. Jetzt sind wir 25.000 wieder Minus. Aber das gleicht sich ja gleich aus. Mit den jetzt ganzen startenden und landenden Flugzeugen haben wir dann einen guten Durchsatz jetzt. Das sollte hier ganz gut durchkommen. Hoffe ich mal. Muss natürlich sagen, dass so ein Flughafen auch nur so lukrativ sein kann wie ihr Choke Point. Und der Choke Point liegt aktuell halt auf dieser Straße hier. Was wir hoffentlich bald geregelt bekommen. Hoffe ich zumindest. Und aktuell ist alles noch ein bisschen stressig. Und die Kollegen bauen jetzt hier den neuen Flughafenbereich noch. Jetzt können wir nicht mehr. Oh, schau, 31.000 plus. Oh, das ist. Das hört mein Hirn gerne. Jetzt müssen wir hier natürlich schauen, dass wir das dementsprechend alles verarbeiten. Oder warte mal, wir setzen das hinten zusammen. Wo wir gehen mit denen runter, sitzen die zusammen. Schauen wir mal. Vielleicht kriege ich das so hin. Perfekt, das müsste nicht dann hier dasselbe sein.
Und schon wieder verloren, das Ding. Genau, dann sind die angeschlossen hier. Weil zwischen denen muss ja nochmal geteilt werden, das dürfen wir nicht vergessen. Was ist denn jetzt hier Page Up versus Page Down? Kann ich das bitte sehen? Der führt das Ganze hoch. Und die führen das zurück. Bedeutet, am besten wäre es, wenn wir hier ansetzen für die Rückfahrt und dann auf der Seite das hochbringen. Ganz schön eklig. Ja. Bringen wir die schnell zwei runter. Ich hätte es doch gerne lieber unten verarbeitet. Wie schaut das mittlerweile aus? Ja, sie tun ihr Bestes, wie scheint. Gut. Aber schau mal, wie schön die schon am Arbeiten sind. Zack. Gut, dann schauen wir uns das hier unten an. So, wie gesagt, das ist die Line zurück. Bedeutet. Wir führen dich ein bisschen nach vorne. Dich genauso und führen das dann hier hin. Dann wird das schon mal angeschlossen. Dich wiederum. Machen wir nicht so, okay. Und jetzt geht's los, jetzt kommen die ganzen Arbeiter. So. Wir sagen jetzt mal, wir führen das von hier nach oben. Dann teilen wir das hier auf. Bringen das hier hoch. Hier rüber und hier runter. So. Dann brauchen wir hier noch einen Verteiler. Ich würde das halt hier gerne drüber setzen und sagen, okay, wir tun das hier austauschen. Das wäre noch ein Feature, was mega geil wäre. Weil so kriege ich das halt jetzt nicht geteilt. Dann müssen wir das jetzt hier fürs Erste so machen. Dass wir das so machen. Und hier so. Warum bewegt sich das jetzt schon wieder umgedreht? Oh, sie sind schon wieder da. Oh, schön. Es dröhnt wieder im Ohr. Gut. Es fehlt nur noch, dass sie die beides hier, dass sie das, die drei fertig machen und dann schaut das ja schon relativ ready aus.
Ich warte mal drauf. Das eine noch kommt schon. So. Dann sollte das System das relativ gut dann hinkriegen. Die weite Strecke ist natürlich heftig, was wir hier gemacht haben, aber es ist gut, dass wir das hier hinten haben. Einfach alles irgendwie ein bisschen koordinierter. Perfekt. Jetzt müsste hoffentlich gleich mal ein Paket kommen, oder? Paket. Ah, da kommen sie schon. ...16 Flugzeuge sind auf dem Weg und 350 sind unterwegs. Das ist schon ein bisschen heftig. Gut. Dann kann ich hoffentlich dich jetzt... Jetzt aber. Ist mit keiner Gepäckausgabe verbunden. Oh. Lassen wir für dich die erste, fürs erste da. Und vor allem müssen wir hier auch fürs erste noch eine Straße einsetzen. Weil aktuell schaut es hier noch nicht so ganz professionell aus. So. Eine Servicestraße. So. Hier oben ist fast fertig schon. Es wird. Und je mehr Flugzeuge wir haben, desto besser kann es natürlich ablaufen. Ich glaube, das ist ja jedes eine eigene Gepäckausgabe. Bedeutet, das muss man ja auch noch festlegen. Toiletten, Geschäftsraum, Airline Lounge, Gepäckausgabe. Kann sich nicht über mehrere Zonen strecken? Sind die schon definiert? Hä? Wait, what? Hä? Nochmal, Zone. Bereich, in den ankommende Passagiere ihr Gepäck abholen können. Bereich kann sich nicht über mehrere Zonen erstrecken. Bereich, was heißt denn hier über mehrere Zonen? Ist hier irgendeine Zone drin? Oder machen die Hecken das jetzt? Na, kombinieren kann ich die so auch nicht. Löschen wir mal den Rand hier raus. Das wäre jetzt scheiße, weil um die fand ich echt mega cool dran. Das fand ich war echt das Geilste dran. Wir werden es jetzt dann sehen, ob das am Ende dem geschuldet ist. Wo sind unsere Bauarbeiter? Ich weiß auch nicht, warum die sich immer automatisch an den Automaten anstecken, anstatt den großen hier.
Haben sie es jetzt? Ja, okay. Jetzt schaut es leider sehr makaber aus, aber sehen wir mal. Kann sich nicht über mehrere Zonen erstrecken. Ich vermute, dass das hier dran liegt. Sicherheitszone wird es ja kaum sein. Das ist ja auch in der Sicherheitszone drin. Von daher. Also es wäre ziemlich blöd, wenn es auf einmal die... Aber gibt doch keinen Sinn. So, schauen wir mal. Gepäck, Gepäckzone. Kann sich nicht über mehrere Zonen erstrecken. Au, jetzt check ich's. Sicherheitszone. Jetzt bin ich gespannt. Hier war irgendwas ganz schief. Nochmal probieren hier drüben mit Gepäckausgabe. Jetzt geht's. Schau an. Problem gefunden. Es war, weil irgendwie die Stauden hier nicht gescheit waren. Aber gut, jetzt haben wir hier Gepäckbänder en masse. Dann kopieren wir gleich den ganzen Schmarrn nochmal, dann tun wir das alles wieder herrichten. Dass das auch schick ausschaut. Jetzt haben wir erstmal ganz viele schöne Gepäckbänder, die natürlich alle noch aus sind, weil die werden natürlich alles mit neuen Systemen noch verbunden. So, jetzt würde ich gerne das hier nochmal kopieren. Scheiße, nochmal falsch platziert. Hier ist auch falsch platziert. Kopiermodus, nochmal kopieren. Dann schaut das schick aus. So. Gepäcktransfer. So. Ihr seid also mit dem verbunden. Gut. Ihr oben werdet direkt mit dem verbunden. Gut. Da muss ich dann dementsprechend die Gepäckstation auch noch einstellen. Was ist, wenn wir... ...1, 2, 3... So. Oh shit, die Dinger sind gerade geöffnet.
Wo wird eingecheckt, wenn sie über den anderen Flughafen fliegen wollen? Über die hinteren zwei hier. So. Dann machen wir direkt hier 4 fertig. Gut. Du musst Geld, gut. Dann tun wir dich vom... Warte mal, hier hin umstellen. Tun wir auch aktivieren jetzt. Das Geräusch hasse ich. Schau mal. Geht auch nicht. Bedeutet, wir müssen halt jetzt hier vorsichtig vorgehen. Da kommen schon die Flugzeuge rein, deswegen geht es dann halt auch wieder nicht. Nur dich haben wir schon umgestellt. Ja, das Flugzeug geht jetzt weg. Oh, die Dinger sind so eng passierbar teilweise. Das ist nicht lustig. Komm schon. Nein. Oder kommt auch gerade ein Riese daher? Geht's jetzt gerade? Gut, umgestellt. Wie viele Ramp Agents sind denn hier angestellt? 4. Schauen wir, dass wir das hier gleich hinkriegen. Der ist schon umgestellt. Perfekt. Perfekt, umgestellt ist der auch jetzt. Dann können wir nicht dementsprechend das Zeug an die passenden Terminals auch anschließen. Das ist halt immer so ein bisschen so ein Sekundentiming am Ende, ne? So, wer geht jetzt gleich? Hey, hier. Komm schon. Oh, das ist wieder so ein ganz beschissenes Timing gewesen. Oh. Dich haben wir schon, wenn ich mich nicht erinnere, ja. Wer geht jetzt? Please let me do it. Gut, perfekt. Wir müssen halt jetzt langsam schauen, dass wir das Ganze umsetzen. Das ist das Problem einfach an der Sache. Vorsichtig und langsam gucken, damit wir das umstellen können. Das ist halt leider nicht immer einfach so. Also. Umgestellt. 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 Auch umgestellt. Du bist noch nicht umgestellt. Du auch noch nicht. Du da oben schon. Also es sind nur die zwei mit den großen Flugzeugen gerade noch. Aber wenn der weg ist, dann können wir dementsprechend den noch abreißen. Das ist die Sache. Oh, die sind auch Dauerbetrieb drauf. Eine Katastrophe. Das gibt's gar nicht. Das sind die Dauerbetriebsplätze. Das ist Wahnsinn. Komm schon. Wer soll den jetzt abziehen?
Aber wir machen gut Geld. Das ist, gut, schön zu sehen, dass wir eigentlich immer im Positiven bleiben. Und das sollte auch so bleiben. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge schauen wir, dass wir das hier alles fertig kriegen, den hier abreißen und die Straße durchsetzen, um den nächsten Terminal sozusagen fertig zu bauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Ciao.